Oh fuck, ein Poster-Reaction-Streamer! Fuck, 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 fuck! Geht schon mal vor, meine Zuschauer! G! Du kommst nicht an meine Zuschauer! Ran! Geh halt nicht fest! Abonniert, ihr Narren! G! Freunde, bevor dieses Video beginnt, wollte ich euch noch ganz kurz eine kleine Info mitgeben. Und zwar gibt es jetzt Kanalmitgliedschaften hier auf diesem Kanal, wobei es nur eine ist. Da ich keinen Bock habe auf mehrere Stufen und ich bin nicht so ein geldgeiler Fuzzi, der so 30 Stufen für 500 Euro macht. Ich habe nur eine Stufe genommen für die Leute, die mich und meine Arbeit natürlich unterstützen möchten. Und mit ein paar kleinen Goodies mit reingepackt. Und ich habe sogar extra hier einen Timestamp reingemacht, falls du jetzt sagst, oh, ich klicke jetzt hier weg. Nein, du kannst diesen Part skippen, falls du das nicht möchtest. So, Vorteil Nummer 1, deine Kommentare werden hervorgehoben. Vorteil Nummer 2, du wirst am Ende des Videos oder in der Beschreibung irgendwo definitiv erwähnt. Vorteil Nummer 3, du bekommst exklusive Emojis. Momentan sind es nur 4 Stück, weil ich auch nur 4 Stück kann. Je mehr Abonnenten, Mitgliedschaften dazu kommen, dementsprechend bekomme ich, kann ich mehr machen, sagt YouTube. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ich mache das alles zum ersten Mal. So, und weiter geht's mit Discord. Ich habe jetzt einen extra Discord-Kanal eröffnet. Ich brauche da definitiv einen Discord-Mod, der sich damit besser auskennt, als ich es tue. Ich habe das jetzt schon mal gegründet, für die Leute eben, die mich da unterstützen, dass wir einfach eine engere Bindung zueinander haben. Und wie ihr darauf Zugriff bekommt, ist ganz einfach, ihr schreibt mir einfach auf Instagram. Ich werde auf jeden Fall meinen Instagram-Kanal da unten oder ja, da unten in der Beschreibung verlinken. Falls du mich da abonnierst und sagst, ey, weißt du was, ich möchte da Zugang zu Discord haben, schreib mir einfach und ich schicke dir einen Link auf den Discord-Server und da können wir uns unterhalten, hier schreiben, etc. pp. So, ansonsten wäre es das von meiner Seite aus gewesen. So, ich glaube, das ist das beste Werbung. Ich würde mich einstellen, direkt im Fernsehen. Ich bin der beste Werbungsmacher überhaupt. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Auch wenn ich ein Riesenfan der neuen God of War-Spiele bin, haben mich die Stellen, wo wir mit Atreus und Angre Boda unterwegs sind, extrem angepisst. Wir tun hier gefühlt nichts und es wird ständig nur über unnötige Dinge geredet, die im nächsten Moment sowieso egal sind. Ich habe hier wirklich das Gefühl gehabt, dass die Entwickler irgendwas reinpacken mussten, um das Spiel zu strecken. Wirklich, ich habe das gesamte Spiel zweimal aufmerksam durchgezockt, doch kann mich einfach nicht mehr dran erinnern, was die beiden besprochen haben, da der Scheiß einfach komplett irrelevant war. Ja gut, bis auf die Stelle, wo wir erfahren, dass die Seelen der Riesen in komischen kleinen Kugeln sind, war hier halt wirklich nichts Gutes dabei. Wenigstens kriegt er hier etwas Anschiss von Kratos dafür, dass er eben so lang weg war. What were you thinking? I wanted to visit Fenrir. For 2 days. I do not lie to me again. Kommen wir nun kurz zu den Souls-Spielen und Elden Ring. Alles, wirklich alles mit diesen giftigen, beschissenen Arschsümpfen ist so extrem lästig, fast wie die ganzen Reaction-Streamer. Du bist langsam, die Vergiftet-Anzeige fühlt sich schneller als P. Diddy die Gläser seiner Partygäste mit irgendwelchen K.O.-Tropfen vollmacht. Und als ob das nicht reicht, sind hier meistens irgendwelche Gegner, die mehr schlucken als... Ganz ehrlich, baut doch einfach normale Straßen, ihr elenden... Dann muss hier definitiv die erste neue Auflage der Spider-Man-Spiele rein. Hier war wirklich fast alles perfekt. Sich durch die Stadt zu schwingen, sowie die Kämpfe, haben sich verdammt nice angefühlt. Und dazu war die Story halt wirklich gut. Bis auf die Metal Gear Solid Schleichmission, die wir mit MJ oder Miles machen mussten. Schleiche dich rein, warte bis der Gegner vorbei ist, hol was du brauchst, schleiche dich zurück. Oh, jetzt stehen 2 Gegner da, wo vorher nur einer war. Jetzt musst du dir einen anderen Weg suchen. Absolute Drecksmission. Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Fußspuren? Ich muss ganz ehrlich sagen, den Hate für Assassin's Creed Valhalla konnte oder kann ich nicht ganz nachvollziehen. Klar, es hat halt nichts mehr mit dem Assassin-Shit zu tun, den wir so kennen, doch für das, was es war, fand ich es ganz okay. Wir hätten in meinen Augen einfach nicht den Namen Assassin's Creed davor packen sollen, dann wäre es vielleicht besser angekommen. Doch auch wenn ich das Spiel gerade verteidige, muss ich etwas absolut kritisieren. Denn in meinen Augen war der schlimmste Part oder das Level von Assassin's Creed Valhalla der Valhalla-Teil. Denn im Laufe des Spiels kommen wir nach Asgard und führen auch hier eine Storyline, die allgemein wichtig ist, um das gesamte Spiel überhaupt verstehen zu können. Doch neben der Story ist hier absolut nichts. Gähnende fucking Leere mit paar absolut nervigen Sidequests, die weder Spaß machen, noch in irgendeiner Form spannend sind. Ihr müsst wissen, dass die Entwickler hier extra eine kleine zusätzliche Map gebaut haben, nur um sie dann einfach links liegen zu lassen. Ich will nicht sagen typisch Ubisoft, aber ja, typisch Ubisoft.
Cut them down! Resident Evil 4 ist zwar mein absoluter Lieblingsteil der gesamten Reihe, wer da nur nicht diese... Ashley ist die Tochter des US-Präsidenten, die von irgendwelchen Kultisten entführt wurde. Und unsere Aufgabe in diesem Spiel ist es eben diese... zu retten. Jedenfalls kommen wir im Laufe der Story in einem Schloss an. Und hier gibt es eine Stelle, wo wir Ashley helfen müssen, auf eine höhere Plattform zu steigen, da an beiden Enden dieses Weges Kurbel sind, die sie drehen muss, damit sie weiterkommen können. Währenddessen kommen Zombies angeschissen, die uns und gleichzeitig Ashley angreifen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft es versehentlich vorgekommen ist, dass ich Ashley über den Haufen geballert habe, eben weil sie von Zombies gepackt wurde. Das Problem ist, solltest du sie auch nur einmal treffen, heißt es Game Over und die gesamte Scheiße muss wieder von neu gestartet werden. Freut dich, dass du nicht tot bist, Kappa! Vielleicht kennen einige unter euch das Spiel Outer Worlds. Ich persönlich kam erst vor ein, zwei Monaten dazu, das Spiel zu spielen und ich muss sagen, es ist echt geil. Doch kommen wir zum beschissensten Ort bzw. Level im Spiel. Irgendwann im Laufe des Spiels bekommen wir die Mission, nach Roseway zu gehen, da von dort ein Notsignal geschickt wurde. Als wir dort ankommen, wird uns erzählt, dass die Stadt von Banditen und verschiedenen Monstern angegriffen wurde. Doch keiner will irgendwie sagen, warum das Ganze passiert ist. Dann finden wir hier auch irgendwelche Wissenschaftler, die die ganze Zeit meinen, uns irgendwelche Missionen aufzudrücken, dabei super arrogant sind und uns sich sagen wollen, was sie hier wirklich treiben. Auch wenn ich alle Missionen hier abgeschlossen habe, habe ich im Anschluss die gesamte Stadt ausgelöscht. Ich meine, was denken die auch, wer die sind? Die gesamte Zeit behandeln die einen wie das letzte Arschloch, obwohl wir zum Helfen gekommen sind. Und ja, deswegen gehört es in meinen Augen zu den abgefucktesten Leveln. Und ist auch gleichzeitig der Grund, warum ich kurz mal zu Darth Vader wurde. Vielleicht kennen es ja einige von euch, aber ich hasse es einfach, wenn NPCs meinen, sie wären irgendwas Besseres. Vielleicht kennen einige unter euch noch das allererste God of War. Hier wird Kratos, nachdem er die Büchse der Pandora gefunden hat, von Ares per einer abgebrochenen Säule aus gefühlt 1000 Kilometern weggesniped. You've recovered Zeus's precious box, but you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. Daraufhin landet Kratos nicht im Gulag, sondern in der Hölle, beziehungsweise auf dem Pfad des Hades. Alles hier, wirklich alles ist extrem abgefuckt, da hier kurzerhand aus seinem Hack-and-Slash-Spiel Super Mario wird. Auf dem Pfad des Hades gilt es, von Plattform A nach Plattform B zu springen, dann ein paar Gegner zu bekämpfen und am Ende sich dann dem Endboss des Levels zu stellen, das im Grunde sich drehende Säulen mit Klingen sind. Es sieht für dich vielleicht einfach aus, doch vertrau mir, es ist der letzte Abfuck. Wenigstens ist die Stelle lustig, wo wir den unschuldigen Typen in die Hölle treten, für dessen Tod auch wir verantwortlich waren. Thank you! Thank the gods you came back for me! I didn't come back for you. No! He intended to live, to return to Earth and complete his quest. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river! There is a task left for me above. I will see it completed. You again? Das allererste Max Payne kennen sicherlich nur die Älteren unter euch. Und ich glaube, die leben genauso mit demselben Trauma wie ich, das ich durch das Albtraum-Level im Spiel bekommen habe. Hier müssen wir an einer Stelle einer simplen Blutspur folgen. Klingt auch hier erstmal extrem leicht, doch man muss dabei extrem aufpassen. Denn jede Bewegung, die du zu viel machst, führt zu deinem Tod. Außerdem hörst du die gesamte Zeit ein Baby weinen und das macht einen nach einer Weile verrückt. Auch wenn ich die Uncharted 3 liebe, gab es in Uncharted 1 eine Stelle, die ich am liebsten direkt aus dem Spiel rauslöschen würde, weil sie einfach ekelhaft ist. Irgendwann im Spiel müssen wir uns auf ein Jetski schwingen, um natürlich von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Das erste Mal kriegt man es noch ganz gut hin, doch das zweite Mal müssen wir einen Fluss aufwärts fahren. Und das ist einfach purer Abfuck. Denn alleine schon die Maschine zu steuern ist komplett beschissen, da die Steuerung hier extrem schwerfällig ist. Doch als ob das nicht reicht, kommen uns auch noch explosive Fässer und auf bestimmten Plattformen Gegner entgegen. Ganz ehrlich, an einem Punkt war ich fast so weit, meinen Controller in meinen fucking Bildschirm zu schmettern. Leute, bei der folgenden Sache müsst ihr mir verzeihen, falls ich es nicht mehr genauso wiedergeben kann, wie es wirklich passierte, da es eben etwas länger her ist. Jedenfalls bekommen wir in Cyberpunk 2077 irgendwann eine Sidequest, wo wir einen Typen helfen müssen, einen anderen Typen kalt zu machen. Die Sidequest beginnt damit, dass wir uns in einem Truck treffen und warten müssen, bis die Karre mit dem Typen, den unser Auftraggeber töten will, vorbeifährt. Als es dann soweit ist, müssen wir ihm hinterherfahren und natürlich wird daraus eine Verfolgungsjagd. Das erste Problem ist der Verkehr, der von den Entwicklern so programmiert wurde, dass uns entgegenkommende Autos ständig blockieren oder ein
anderen seltsamen Scheiß machen. Das zweite Problem ist, dass selbst wenn wir es schaffen, die Typen zu verfolgen und endlich zu kriegen, unser Auftraggeber aussteigt und einfach drauf losballert. Natürlich bin dann auch ich jedes Mal ausgestiegen und habe mitgeballert, nur um ständig drauf zu gehen. Nach etwa 15 Versuchen ist mir aufgefallen, dass wir unseren Auftraggeber sterben lassen müssen, damit die Sidequest weitergeht. Ich weiß nicht, wer auf so eine dumme Idee gekommen ist, aber ganz ehrlich, fick dich, Alter. She's fucked in the head. The world's fucked in the head. And you're fucked in the head, cause my fucked up head is inside it. Ich will hier an diesem Punkt Unterwasserlevel mit reinpacken, da ich persönlich wirklich fast alle davon hasse. Doch da ich weiß, dass von irgendwo immer irgendeiner angeschissen kommt und meint, dass er Wasserlevel feiert, fühle ich an dieser Stelle ruhig angesprochen, komme ich mit einem Unterwasserlevel, den wirklich jeder da draußen hassen muss, der dieses Level gespielt hat. Die Rede ist von Metal Gear Solid 2. Hier kommen wir irgendwann an eine Stelle, wo wir mit einer Dame durch einen gefluteten Bereich des Spiels schwimmen müssen, da hier alles zuvor in die Luft gejagt wurde. Das Problem ist, die Gänge hier sind extrem eng. Und als ob das nicht reicht, spackt die Kamera extrem rum. Was dann wiederum bei mir dazu geführt hat, dass ich nicht wusste, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Und als wäre all das nicht genug, sind ja auch überall Unterwasserminen, in die du ständig reinschwimmst, da die Unterwassersteuerung von Satan persönlich entwickelt wurde. Kommen wir zu GTA und werfen mal einen Blick auf die Missionen, die für mich pure Folter waren. In GTA Vice City ist es definitiv die Mission, wo wir mit einem Spielzeughelikopter in ein Hochhaus reinfliegen und an verschiedenen Stellen Bomben platzieren müssen. Natürlich gibt es hier 9-mal kluge Fischköpfe, die meinen, dass es doch ganz einfach war. Doch auch ihr müsst checken, dass Ausnahmen wie ihr, die eben damit klarkamen, nicht die Regel seid. Denn fast alle hassen diese Mission. Die Steuerung des Helis ist komplett für den Arsch, dann laufen da auch noch Bauarbeiter rum, die versuchen unseren Heli kaputt zu machen und als ob das nicht genug wäre, hat man für das Ganze nur 7 Minuten Zeit. Und weiter geht es mit GTA San Andreas. Und hier hasst jeder die Mission, wo wir mit Big Smoke auf einem Motorrad einen Zug verfolgen müssen, damit er feindliche Gangmitglieder, die auf dem Zug chillen, wegballern kann. Die nehme ich nur mit rein, da sich wirklich fast jeder über diese Mission beschwert. Natürlich bin auch ich hier ein paar Mal abgekackt, doch nach dem dritten Versuch war ich mit der Mission durch. Das Problem war meistens, dass man genau die richtige Geschwindigkeit und Distanz einhalten muss, da Big Smoke sonst wie ein Trottel nur da sitzt, statt auf die Gegner zu ballern. Die Missionen, die ich persönlich über alles gehasst habe, waren für diesen Zero-Typen. Wobei man mit einem Spielzeugflugzeug durch die Gegend fliegen und 3 Fahrzeuge, ein Motorrad und ein Fahrradfahrer ausschalten muss. Auch hier ist die Steuerung der letzte Dreck. Außerdem schießen diese Penner zurück, sobald sie bemerken, dass sie verfolgt werden. Und da wären wir auch am Ende dieses Videos, Freunde. Und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist wieder die Bro-Talk-Zeit. Für die Leute, die es nicht wissen, hier im Auto reden wir ungeschnitten von Bro zu Bro auf Augenhöhe miteinander und nicht als YouTuber zum Zuschauer oder sonstiges. So, an erster Stelle muss ich mich bei dem Bruder Deacon bedanken. Er hat in dem letzten Video zuvor wunderschöne, motivierende Worte an mich gerichtet und natürlich auch einen super Thanks rausgehauen. Vielen, vielen Dank aus dem tiefsten Herzen, mein Freund. Ich wollte dir in den Kommentaren antworten, aber ich dachte, in Form eines Videos ist es deutlich würdiger. So. An erster Stelle das abgehakt. Zweitens, was ich euch mitgeben wollte, eine kleine Lebensweisheit, sage ich mal so, weil ich das auch bei mir vor kurzem gesehen und in die Tat umgesetzt habe. Und zwar geht es um Freundschaften. Falls euch aufgefallen ist, Freunde, Freundschaften sind inzwischen komplett profan geworden. Es ist so eine beiläufige Sache geworden. Für mich bedeutet Freundschaft Vertrauen, Verlässlichkeit und dass die Chemie miteinander stimmt, dass man füreinander da ist. Und wie viele Freunde habe ich in meinem Leben bisher kennengelernt? Unzählige. Und wie viele sind von denen geblieben? Sehr, sehr, sehr wenige. So, sei es Familie, sei es Freunde, wie gesagt, ne? Und ich habe für mich zum Teil gemerkt, dass ich bei einigen Freunden, wo ich gedacht habe, ich bin denen so viel wert, wie die mir wert sind, habe ich gemerkt, so, Bro, die melden sich gar nicht, wenn du dich nicht meldest. Die schreiben nicht, wenn du nicht schreibst. So, ab und zu kommt mal ein dummes Meme auf Instagram, Reels oder TikTok oder was auch immer. Und dann denken die, dass das halt eine Art Freundschaft ist. Aber das sehe ich nicht so. Ich sehe das nicht so. Wenn ich dich anrufe und nach dir frage, nach deinem Wohl frage, dann bedeutest du mir was. Und wenn du mir ein Instagram-Reel drauf hinschickst, dann bist du ein Bastard. So, Punkt, aus, Ende. Und natürlich solltest du diese Themen ansprechen da draußen. Ne? Falls du das merkst, dass es bei dir auch genauso ist, sprech das ruhig an.
guck, ob es sich ändert. Und wenn es sich dann nicht ändert, solltest du dich von diesen Leuten distanzieren, weil das verschwendete Kraft, Ressourcen und natürlich ein Kopfweg ist, ne? Lass das gut sein, lass diese Menschen raus aus deinem Leben. Kümmer dich nur um die, die sich um dich kümmern. So, damit wären wir schon mal durch. Das wollte ich euch mitgeben. Und an dieser Stelle musste ich doch einen Cut reinmachen, Freunde, weil das Video sonst viel zu lang geworden wäre. Und ich bin wirklich auf dem Sprung. Leider habe ich da nicht allzu viel Zeit, um das Ganze zu bearbeiten, etc. pp. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich euch trotzdem was Gutes mitgeben konnte. In dem Sinne, hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal für den allerbonnersten Gaming-Content hier auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer G.